Hallo, viele Grüße aus Bulgarien. Mein Name ist Vesela Chubanova oder einfach Vessi. Ich bin Missionarin heutzutage in Bulgarien. Das ist mein Heimatland. Ich habe in Deutschland studiert und auch die AWM-Ausbildung gemacht. Und ich bin besonders dankbar für alles, was ich an der AWM gelernt habe. Das war eine besondere Zeit. Ich bin besonders dankbar für alle theologische Fächer, wo ich mich mehr in das Wort Gottes vertiefen könnte. Das hilft mir sehr, ja, wenn ich mit verschiedenen Gruppen über die Bibel lese und zusammen die Bibel studiere. Ich bin besonders dankbar, ein tolles Fach war auch Spiritualität und Lebensentwicklung. Dort konnte ich sehr viel auch meine Beziehung zu Gott weiterentwickeln. Und auch Dogmatik war besonders hilfreich, wenn ich mich mit Leuten treffe, mit Menschen treffe, die viele Fragen an Gott haben und die auch viel so Wissensfragen haben. Und diese Fächer waren besonders hilfreich. Heutzutage leite ich ein Missionswerk in Bulgarien. Unser Missionswerk heißt Licht für Bulgarien. Und wir sind, wir befinden uns in Südwestbulgarien, in Blagoevgrad. Und wir haben insgesamt 4 Projekte. Eins unserer Projekte ist, dass wir Familien in Not helfen. Das zweite ist, dass wir Studentenarbeit haben und die Studenten mit dem Wort Gottes erreichen. Das dritte ist, dass wir Kinderheime und Altenheime mit dem Evangelium erreichen. Und das vierte ist, wir fahren in den hochbergischen Dörfer. Ihr seht hier, ich spreche in einer Region, wo viele, viele Berge auch so in Südwestbulgarien sind. Ich danke sehr der AWM für alles, was ich dort studieren konnte und alles, was ich dort gelernt habe. Viele, viele Grüße aus Bulgarien und Gottes Segen.